Hallo und herzlich willkommen zu unserem monatlichen Astrologie-Video Chinesische Astrologie. Was passiert im Jahr des Wasserhasen? Jetzt im Augenblick sind wir ja noch im Drachen, aber bewegen uns mit großen Schritten auf den Monat der Feuerschlange zu. Und was die Feuerschlange so bedeutet für die einzelnen Tierzeichen im Jahr des Wasserhasen, das wollen wir euch in diesem Video verraten. Und wenn euch das gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr das gerne abonnieren. Da unten und auch auf die Glocke drücken und vielleicht dann immer informiert werden, wenn es das nächste Video gibt. Genau, so verpasst ihr nichts. Genau. Ne? Weil die Feuerschlange, die wird am 6. Mai aktiv werden. Mhm. Und ja, Schlange und Hase, das ist eine schöne Kombi. Sehr harmonisch, ne? Für Partnerschaft, aber auch für andere Geschichten. Generell, wenn es um persönliche Kontakte geht, würde ich sagen, ist das ja ein harmonischer, also kann das ein harmonischer Monat werden, sagen wir es mal so. Definitiv, definitiv. Also der Monat an sich ist schon mal harmonisch mit dem Jahr zusammen. Das heißt, wir haben hier keine großartigen Spannungen zu erwarten, sondern es ist eher so, dass es ein bisschen sanft daherkommt, ne? Also nicht sehr yangig, ziemlich viel Yin-Anteil. Ja. Ja, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Legen wir uns wieder hin. Hm? Ja, nee, ich glaube eher, es geht um die Innenschau. Ne? Ich meine, die kannst du auch im Liegen machen, aber ich weiß nicht, ob das so das Wahre ist. Ne? Also ja, die Schlange ist ja generell ein Tierzeichen, was gerne halt ganz genau hinschaut und sich halt auch auf vielen Ebenen erstmal schlau machen mag, bevor sie loslegt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Qualität in Verbundenheit mit dem Yin-Wasser vom Hasen, was ja auch für Spiritualität steht. Denke ich mal, geht es in diesem Monat um die innere spirituelle Entwicklung, um die innere Weiterentwicklung, aber auch im weitesten Sinne, würde ich sagen. Mhm. Was da so jeder Einzelne draus macht, schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns mal an. Fangen wir gleich mit der Schlange an. Ja, genau. Wenn wir gerade mit der Schlange schon dabei sind, ne, fangen wir direkt an. Genau, legen wir mit der Schlange los. Die Schlange im Jahr des Wasserhasen und im Monat der Feuerschlange. Ja, gleich zwei Schlangen auf einen Haufen. Prinzipiell natürlich insofern günstig, dass es nochmal diesen Aspekt, diesen Harmonieaspekt im Bereich der Partnerschaft verstärkt. Also auch Schlangen, die auf der Suche sind, können vielleicht die Fühler noch mal ein bisschen intensiver ausstrecken. Das sind die, stehen die Sterne ganz gut für, dass sich da was ergeben könnte. Die einzige Gefahr ist, dass die Schlange dann vielleicht ein bisschen zu zögerlich vorgeht, wenn sie noch eine Schlange dabei hat. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, die mag immer gerne alles genauestens überprüfen und noch mal checken und noch mal checken. Und da mag die gute Gelegenheit vielleicht dann vorbei sein, wenn man zu viel checkt, bevor man was tut. Genau, das ist, ja, das ist auch so ein bisschen, wenn es zu jinnig wird. Mm, ne? Genau. Und die Schlange und Hase, ja, in der Kombi haben wir eben schon gesagt, ist ein ziemlicher Yin-Faktor. Und wenn noch eine Schlange dazukommt, haben wir nochmal Yin dabei. Also je nachdem natürlich, wie der Rest der Konstellation aussieht für die Schlange, muss man vielleicht ein bisschen gucken, liebe Schlange, dass du dann auch etwas in Bewegung kommst. Ja, also genau. Nicht zu sehr nur in Gedanken bleiben oder zu sehr darauf fokussieren, ich muss noch das lernen, ich muss noch das wissen, ich muss noch dieses tun und jenes, sondern auch mal dein Wissen anwenden, denn in der Regel reicht es. Ne? Ja, das ist genau das, was bei der Schlange häufig so ein bisschen der Fall ist, dass sie das Gefühl hat, nicht genug zu wissen, noch nicht genug über ein Thema Bescheid zu wissen, um anderen irgendwas zu raten oder um es in die Welt zu bringen. Und ja, da muss man jetzt ein bisschen gucken. Das ist bei einer doppelten Schlange dann noch mal ausgeprägter, als wenn jetzt nur eine Schlange dabei ist, wo das ja durchaus ein wünschenswerter Charakterzug absolut ist, dass man sich erstmal ein bisschen informiert über das, was ja, man dann so ja, in die Welt ja, trägt. Also ich, noch eine kleine Empfehlung für die Schlange. Wenn es was für dich zu lernen gibt in diesem Jahr, also wenn irgendwelche Ausbildungen anstehen oder irgendwelche Dinge, die intensiviert werden wollen, dann ist das jetzt ein super Monat, das im Mai anzugehen, weil einfach dieses Bohren in die Tiefe und aus der Tiefe die wichtigen Informationen herauszuholen, für dich, liebe Schlange, das geht im Mai einfacher als vor allen Dingen im letzten Monat, im April. Absolut. Da waren wir mehr im Außen, jetzt sind wir mehr im Innen. Also kleiner Tipp, wenn es was zu lernen gibt, setzt es ein. Ansonsten immer schauen, dass man in Bewegung kommt und nicht nur in Informationen sammelt, sondern auch etwas damit macht, würde ich sagen. Ja. Ne? Genau.
Gut, kommen wir zum Pferd. Das Pferd. Das Pferd und der Hase, ja, ist so ein bisschen, da ist ein bisschen Spannung drin. Ja, das auf jeden ist jetzt Fall. Nicht so, so eine harmonische Sache wie mit der Schlange. Moment, wir haben jetzt Pferd, Schlange und Hase. Genau. Jetzt müssen wir gucken. Ja, genau, wie das zusammengehört. Genau. Genau, Pferd, Schlange und Hase. Trotz alledem, ja, also dieser Harmonie zwischen Schlange und Hase, da ist das Pferd jetzt nicht unbedingt so der super Partner für. Das Pferd kann also weder mit dem Hasen noch mit der Schlange besonders gut. Das ist richtig, ja. Insofern, das Pferd ist ja das Young-Tier schlechthin. Also das repräsentiert ja auch mehr so die männlichen Eigenschaften, darf man so überhaupt noch sagen, heutzutage in dieser Gender-Welt. Ja, die youngigen Eigenschaften, also die youngigen, das ist ja vom Geschlecht unabhängig, ja, würde ich sagen. Ja, also youngige Eigenschaften, das ist das, was man früher so als männlich bezeichnet hat, typisch Mann, typisch Frau, darf man ja heute nicht mehr so. Anyway, ja, das ist so ein bisschen im Konflikt mit dieser ruhigeren Energie, die jetzt hier der Hase und die Schlange zusammen herantragen. Ich würde sagen, das Pferd kann sich ein bisschen entspannen. Ein bisschen zurücklehnen, bisschen, ne? Zurücklehnen. Ein bisschen abwartender Verhalten vielleicht. Genau, ja, nicht direkt losgaloppieren, wenn man irgendwas sieht, ne, was einem gefällt, sondern auch mal ein bisschen reflektieren. Da kann die Schlange ganz hilfreich sein. Das sind ja immer Eigenschaften, die einem dann vielleicht fehlen, wenn man keine Schlange in der eigenen Konstellation hat. Ja, und dann hat man jetzt die Gelegenheit, einfach auch mal ein bisschen mehr Innenschau zu halten. Das, was dann jeder eben schon gesagt hat, was so die Grundtendenz des Monats ja mit sich bringt. Und eben nicht auch gleich auf alles drauf zu springen, was einem gerade so vor die Füße fällt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke auch, das Pferd kann da durchaus von profitieren, auch wenn es auf die finanzielle Ebene geht. Ne? Weil die Schlange ist ja auch in der Regel ganz gut mit Zahlen. Und auch da, wenn da Entscheidungen anstehen, wo man nochmal genau was überprüfen muss, zum Beispiel, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, liebes Pferd, das anzugehen und nicht zu überstürzen, lieber noch ein bisschen abwarten. Genau, und definitiv überprüfen und nicht direkt irgendwie sagen. Genau, hey, immer alles überprüfen, da hilft die Schlange ganz gut dabei, genau, denke ich mal. Ja. Kommen wir zum Schaf. Schafziege. Schaf oder Ziege, genau, je nach Übersetzung. Ja, Schaf und Hase ist ja, Schaf oder Ziege und Hase ist ja eine super Kombination, wenn es eben um Heim und Familie geht. Ne, die sind ja Teil des sogenannten Familiendreiecks, unterstützen gemeinsam das Holzelement, damit auch den kreativen Aspekt der Persönlichkeit. Das ist an sich ja eine gute Kombination. Die Schlange passt da eigentlich gar nicht so schlecht rein, wenn man das jetzt sieht. Ne? Das ist weil, gut. Ne, weil natürlich die Schlange, ja, in der Kombination mit dem Hasen auch auf der Agenda diese Harmonie hat. Die Harmonie in der Partnerschaft, lange Partnerschaften, lang anhaltende Verbindungen und Kontakte. Vielleicht ein ganz guter Monat für das Schaf, mal so alte Kontakte wieder aufleben zu lassen. Leute, von denen man schon ewig nichts mehr gehört hat. Sich mal zu melden, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee in diesem Monat. Oder eben auch die bestehenden Kontakte zu vertiefen, weil die Schlange ja dafür bekannt ist, eben in die Tiefe zu gehen. Auch das könnte das Schaf bzw. die Ziege gut für sich nutzen in dem Bereich. Die Methodik, die dem Schaf ja zu eigen ist, die ergänzt sich natürlich auch ganz, ganz prima im beruflichen Bereich mit der Schlange. Ne, denn die Schlange gibt halt einfach der Methodik eine Richtung und sagt, okay, da gehen wir jetzt noch mal tiefer rein, da schauen wir noch mal genauer hin. Und das Schaf sollte dann über die Maßnahmen und über die Werkzeuge verfügen, das auch wirklich zu tun und kann das dann vielleicht in den nächsten Monaten ganz gut für sich selber nutzen. Ja, also es geht dann mehr so auch in etwas für die Gemeinschaft zu tun. Ja. Ja. Weil diese Kombination aus Schaf und Hase ist ja sehr was Gemeinnütziges. Ja. Also nicht so unbedingt was, wo man seinen eigenen Nutzen in den Vordergrund stellt, sondern warum mehr so, ja, einfach so Charity-Aktionen oder ja, was könnte damit noch gemeint sein? Alles, was so mit Heilen zu tun hat, ja, aber soziale auch, Geschichten. Ich denke halt einfach auch das Vertiefen von bestehenden Banden und das darf ja ruhig auch
selbstbezogen sein. Das bringt die Schlange mit, ja klar. Das bringt die Schlange mit, auf jeden Fall, ne? Denke ich mal. Ja, aber das hast du jetzt schon gesagt, deswegen wollte ich das noch ergänzen. Gut. Okay, der Affe. Kommen wir zum Affen. Ja, deswegen der Affe, der grätscht immer gerne so ein bisschen rein und ich bin selber ja doppelter Affe. Der doppelte Affe, der fängt immer alles an und lässt es dann liegen. Was war das jetzt? Eine Kritik, eine versteckte oder was? Das können wir lieber off-Kamera machen, würde ich sagen. Ja, der Affe im Monat der Schlange. Die Schlange tut dem Affen gut. Auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht sagen würde, naja, die sind sich nicht sehr ähnlich von der Herangehensweise. Ne? Denn der Affe, der sieht was, der ist begeistert, der macht's. Die Schlange, die sieht was, denkt, das könnte was sein und dann wird erstmal nach Information gegraben, bevor sie dann eventuell loslegt. Aber gerade diese Kombination kann für den Affen sehr hilfreich sein in diesem Monat, weil er dadurch nicht einfach losrennt und ohne zu denken macht, sondern weil er sich das nötige Fundament legt für das, was er tun will. Oder er kann sich das nötige Fundament legen für das, was er tun will. Ne? Indem die Schlange halt ihm dabei hilft, erstmal zu sammeln und dann zu schauen, passt es für mich? Und dann zu entscheiden, lege ich jetzt los oder lasse ich das bleiben? Da darf man natürlich nicht unterschätzen, dass das eine Feuerschlange ist, die da diesmal unterwegs ist. Und das Feuerelement natürlich schon eher dazu neigt zu sagen, ja komm hier, machen. Also auch hier kann es dem Affen durchaus passieren, dass er dann kräftig loslegt und vielleicht auch mal nicht so sehr auf die Schlange hört. Das hängt so ein bisschen von dem Rest der Konstellation ab. Auf jeden Fall in der Verbindung mit dem Hasen sicher auch für den Affen eine gute Gelegenheit, soziale Kontakte zu vertiefen. Und auch in der Partnerschaft zu vertiefen, gerade wenn es eine frische Partnerschaft ist, eine neue Liebe ist, zu schauen, passt es wirklich zu mir und nicht die rosarote Brille permanent aufzuhaben, sondern vielleicht sie auch ab und zu mal abzusetzen und zu sagen, okay, ist das Ganze alltagstauglich, hat das eine Zukunft, will ich, dass das eine Zukunft hat und dann die entsprechende Entscheidung zu treffen. Also eine sehr unterstützende Zeit insgesamt, würde ich sagen, für den Affen. Genau. Habe ich das aber gut? Also toll, ja klar. Ich meine, es ist ja Affe, Schlange, Hase. Das ist meine Konstellation. Mal sehen, was der Mai so bringt. Bringt tolle Frauen hervor. Ja, das muss wieder gut machen, schon klar. Super. Kommen wir zum Hahn. Ja, kommen wir lieber zum Hahn, mach mal. Kikeriki. Kikeriki, genau. Ja, Hahn und Schlange, super Kombination. Mhm. Also wir haben ja so ein bisschen das Thema beim Hahn in diesem Jahr, dass er in Opposition zum Hasen steht. Der Hase als Jahrestier und der Hahn, die sind ein bisschen auf Konfrontation. Mhm. Die Schlange kann aber mit beiden super. Das heißt, dieser Konflikt wird relativ gut harmonisiert durch die Schlange. Ja. Und der Hahn bekommt also im Bereich, in seinen Aktivitäten, gerade so im Geschäftlichen und so weiter, super viel Unterstützung durch Input, neue Dinge, neue Informationen oder kann besser Informationen verarbeiten, zusammentragen, die ihm dabei helfen, dann gerade bei geschäftlichen Entscheidungen gut zu agieren. Und der Hase selber wird eben durch die Schlange ja sowieso ganz gut unterstützt, ne, und harmoniert halt damit zusammen. Und dieser Clash zwischen diesem sozialen Anspruch und auf der anderen Seite diese klare Struktur und alles so zu machen, wie man sich das vorstellt, und alles muss so sein, das wird halt mit der Schlange halt, wie gesagt, so schön harmonisiert. Ne? Und für den Hahn ist dieser Monat ein harmonischer oder der harmonischste. Ein bisschen entspannender, denke ich mal auch, ne? Weil diese Spannung, die ja durch diese Opposition entsteht, die wird halt ausgeglichen und kann dann mal ein bisschen durchpusten. Ganz genau. Genau. Ich denke auch, was vielleicht noch wichtig ist auf der geschäftlichen Ebene, also wenn es finanzielle Entscheidungen zu treffen gilt in diesem Jahr für den Hahn, wäre es vielleicht ein ganz guter Monat, auch, dahin zu schauen, auch, weil die Schlange das ja nochmal besonders gut und günstig
Aspektiert auch budgetieren zum Beispiel, ja. Ne? Also Dinge zu budgetieren und zu sagen, okay, ich muss mal einen Plan machen, für das und das brauche ich das und das. Also das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für den Hahn, das zu tun. Genau, also generell so in dem Monat jetzt. Ja, na klar. Ne? Die Kombination Hase-Schlange ist deutlich besser als Hase-Drache, wenn es um die finanziellen Sachen geht. Ja, definitiv, definitiv. Und da kann man jetzt also ein bisschen entspannter Entscheidungen treffen oder sich eben die Informationen zusammen sammeln, die man dafür braucht. Genau, wenn man nicht im Monat vorher schon alles mit vollen Händen ausgegeben hat. Reste verwerten. Reste verwerten. Mach mal den Hund. Der Hund. Ja, mit dem Hund haben wir ein Yang-Tier in der Kombination mit der Schlange und dem Schaf. Mit dem Hasen. Genau. Mhm. Der Hund ist da so ein bisschen neutral, was die beiden jetzt so anbelangt. Mhm. Der guckt sich das an. Der Hund hat ja so ein bisschen die Aufgabe, auch über das Gesamte zu wachen. Ein bisschen zu gucken, dass niemand zu Schaden kommt, dass es keine großartigen Ausreißer gibt. Ein bisschen so auch einen konservativeren Ansatz. Ne? Und dem steht weder die Schlange noch der Hase irgendwie konträr gegenüber. Mhm. Die können damit ganz gut. Und so kann der Hund auch ganz gut mit dem sozialen Anspruch vom Hasen und mit dem Wissensanspruch von der Schlange ganz gut umgehen. Ganz im Gegenteil, der findet es eigentlich ganz gut, dass da jemand ist, der mal ein bisschen sich Gedanken macht. Ne, und nicht gleich sofort ein bisschen Sinnhaftigkeit in die ganze Thematik bringt. Sicher deutlich einfacher für den Hund der Monat als der April. Ne? Weil im April hatte man ja mit Drache und Hund auch wieder so eine Opposition. Und die sind doch sehr konträr, die beiden. Und das hebt sich jetzt so ein bisschen auf. Ja. Ob der Hund das nutzen mag und will für diesen Monat für seine spirituelle Weiterentwicklung, das hängt zum größten Teil davon ab, was sonst noch so in der Konstellation ist. Mhm. Ob das ein Thema für ihn ist und wenn ja, ob die Bereitschaft auch da ist, zu sagen, da tauche ich jetzt mal tiefer ein. Das hängt aber wirklich davon ab, was man sonst noch so in der Konstellation hat. Das könnt ihr übrigens auf unserem Vier-Säulen-Kalkulator auf unserer Webseite überprüfen, was ihr sonst noch so in der... Link ist unter dem Video. Genau. Also wenn ihr das Video auf YouTube anschaut, wenn ihr das Video auf unserer Webseite anschaut, dann könnt ihr aber auch auf YouTube anschauen klicken, dann seht ihr die Links, die wir unter dem Video haben. Oder einfach auf der Website oben unter Astrologie den Vier-Säulen-Kalkulator aus. Und dann mal schauen, was man denn noch so für Tierzeichen da hat, außer dem Jahrestier. Das ist ganz hilfreich. Ganz spannend. Weil die Kombination macht es doch wirklich aus. Kommen wir zum Schwein. Ja, da haben wir jetzt, in diesem Monat eine Opposition. Schwein und Schlange stehen sich genau gegenüber. Sieht auch schon so ein bisschen die Elemente, das Schwein Wasserelement, die Schlange Feuerelement, Wasser und Feuer, das ist jetzt nicht unbedingt, sind nicht unbedingt die besten Freunde, kann günstig sein, wenn das Gleichgewicht gehalten wird. Das liegt ein bisschen daran, dass das Schwein ja zu den Glückstieren gehört und einfach auch per se immer davon ausgeht, dass es sich nicht viele Gedanken machen muss, sondern irgendwie wird das immer schon alles. Ne? Das läuft alles schon. Jetzt kommt da so eine Schlange daher, die sagt, nee, so ist das nicht. Du musst dir das genau angucken. Du kannst nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Du sollst mal ein bisschen genauer hinschauen. Und da haben die beiden halt nicht unbedingt die gleiche Ansicht. Teilen sie nicht die gleiche Ansicht. Das wird recht gut ausgeglichen durch den Hasen, weil der Hase kann wieder mit beiden. Also das heißt, normalerweise im Mai hat es das Schwein schwerer als jetzt in diesem Jahr. Ne? Denn die soziale Komponente wird vom Hasen aufgefangen. Der Hase hat diese Intuition, die er mit dem Schwein halt auch teilt. Und auf der anderen Seite hat er aber auch die genug Bodenhaftung, um eben dieses Bedürfnis nach fundiertem Wissen oder Bedürfnis nach Information der Schlange eben auch befriedigen zu können. Also von daher für das Schwein sicher die Aufgabe, durchaus auch mal ein bisschen genauer zu schauen, auch vielleicht mal genauer in sich hineinzuschauen, die Dinge nicht immer nur so oberflächlich zu betrachten und dann zu sagen, nee, ist mir jetzt zu anstrengend oder läuft doch alles, sondern vielleicht mal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht gelingt es dem Schwein sogar auf diese Art und Weise in diesem Monat irgendwo einen Knoten zu lösen, der schon länger besteht und schon länger da ist. Vielleicht gibt es die Möglichkeit,
da ein gutes Stück voranzukommen. Bei den sozialen Kontakten, ich meine, Schwein ist eh ein soziales Wesen, das ist im Prinzip sowieso positiv gestellt im Jahr des Wasserhasen. Da kann die Schlange zwar auch noch mal ein bisschen unterstützen, vielleicht gerade wenn es um die Liebe geht, aber im Großen und Ganzen ist das Schwein da ohnehin in diesem Jahr gut aufgestellt, denke ich. Ist besser im Fluss. Mhm. Ich meine, das ist ja das, hinter den Tierzeichen stehen ja die Elemente. Die Tierzeichen wurden ja später erst auf die Eigenschaften der Elemente draufgepackt. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, was du gerade erwähnt hast, Wasserelement beim Schwein, Feuerelement bei der Schlange. Wasser löscht das Feuer. Das ist eigentlich eine Kombination, die nicht so dollo ist. Aber durch den Hasen, Hase steht für Holzelement. Genau. Das Wasser gibt also seine Energie an das Holzelement und bringt die Pflanze zum Wachsen. Und das Holz wiederum nährt das Feuer. Also statt das Feuer zu löschen, wird es jetzt genährt. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität der Grundenergie, als wenn das Wasser direkt aufs Feuer trifft. Ganz und so haben wir also hier ein schönes Beispiel, wie sich das zeigen kann, selbst wenn sich zwei Tierzeichen gegenüberstehen, die eigentlich clashen. Sobald ein drittes dazukommt, kann es hier zu einer absoluten Verringerung der Spannung kommen, beziehungsweise sogar zu so etwas sehr Harmonischem. Ne? Ja, absolut, absolut. Was sich dann mehr fördert als gegenseitig gut in der Spannung setzt. Ratte. Mach mal du Ratte. Ratte. Ja. Die Ratte rattert. Man merkt echt, dass wir schon lange zusammen sind. Wenn man schon vom anderen die Sätze fertig macht, das ist schon so ein Ding. Muss immer denken, habe ich das jetzt gesagt oder hat sie das gesagt? Oder habe ich es nur gedacht? Was macht das mit der Ratte? Ja, Ratte und Hase hatten wir in unserem Jahresvideo, haben wir auch schon mal hier unten drunter nochmal verlinkt, schon gesagt, dass es ein bisschen Spannung gibt. Und das ist eigentlich jetzt auch in dem Monat nicht unbedingt weniger. Also klar, die Ratte bringt ihre kreativen Ideen mit, aber die Schlange ist ja mehr daran interessiert, Dinge, die schon da sind, zu lernen und Dinge zu vertiefen und nicht irgendwie jetzt etwas komplett Neues anzufangen. Wenn die Ratte so die Tendenz hat, eine neue Idee zu kreieren, sich dann die Informationen zu beschaffen, da kann die Schlange natürlich helfen. Aber sobald die Informationen da sind, ist die Ratte wieder weg beim nächsten Thema. Genau, das Vertiefen ist nicht so. Und das Vertiefen ist nicht so ganz, dann steht nicht mehr so sehr im Vordergrund. Mm. Ne? Weil, jetzt weiß ich ungefähr, wie es geht. Reicht mir, lass mal das nächste machen. Ne? Genau. Und das ist nicht unbedingt so das Ding von der Schlange. Die Schlange, die möchte es gerne ein bisschen genauer wissen, ein bisschen vertiefen. Und und auch die Ratte ist nicht so das Tierzeichen, was so sehr nach außen geht und sich dann sozial engagiert und so weiter. Also der Hase hat da auch ein bisschen Probleme. Mhm. Das heißt, für die Ratte kann es ein bisschen, wie soll man es sagen? Also ich glaube, nicht so viele Spannungen, aber vielleicht ist es einfach zu ruhig. Vielleicht ist das auch mal eine gute Gelegenheit für die Ratte, sich doch zurückzunehmen. Und wir haben ja eben gesagt, das grundsätzliche Thema des Jahres und aber jetzt auch des Monats besonders ist ja auch so die innere Entwicklung und die spirituelle Weiterentwicklung. Vielleicht wäre das für die Ratte eine gute Gelegenheit, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und sich mit den Themen ein bisschen mehr zu beschäftigen, kann ich mir vorstellen. Genau, sich ein bisschen offener zu zeigen, auch für diese spirituellen Ansätze von der Schlange. Die Ratte hat ja immer sehr oft so faktisches Denken, Dinge, die man ja auch logisch irgendwie nachvollziehen kann. Und die Schlange ist eher so aus dem Bauch raus, mehr ein gutes Bauchgefühl, eine gute Intuition. Kann man manchmal nicht so wirklich fassen, warum die jetzt sagt, dass ich das gern so und so oder ich mache das so und so. Ja, aber das finde ich eigentlich ist eher der Hase mit der Intuition. Die Schlange ist dann eher die das annimmt sofort. Die Schlange bezweifelt das nicht. Das meine ich ja. Also diese Intuition zu sagen, hey, das ist, es ist okay und der Hase und das ist das, was die Ratte nicht so gut kann. Nee. Diese zwei Sachen. Und deswegen sage ich, also das Bauch, mehr aufs Bauchgefühl achten für die Ratte und dann ein bisschen der Intuition zu folgen, ist vielleicht eine ganz gute Sache. Und da muss auch gar nicht groß was bei rumkommen nach außen jetzt, sondern das darf sich in diesem Monat gerne auch auf der geistigen Ebene abspielen, was der Ratte ja eigentlich
ganz zugutekommen. Genau. Das mag sie eh. Das mag sie gern. Ganz genau. Genau. So ein bisschen sitzen und denken. Sitzen und denken. Genau. Der Ochse ist das nächste Tierzeichen. Ochse oder Büffel. Je nachdem, wie das übersetzt ist. Ochse, Büffel und Schlange, wieder eine sehr, sehr gute Kombination. Wer dann zufällig sogar auch noch einen Hahn mit dabei hat in seiner Geburtskonstellation, der darf sich gerade, was so geschäftliche Angelegenheiten angeht, besonders freuen in diesem Monat. Ganz vorne dabei. Ganz vorne dabei. Der Ochse ist ja der Macher, ne, der es umsetzt. Und der freut sich natürlich, wenn er fundierte Grundlagen bekommt für das, was er umsetzen soll. Und das bietet ihm die Schlange. Ja. Deswegen funktioniert das sehr, sehr gut. Das Ganze wird dann auch noch so ein bisschen, geht auch auf die emotionale Ebene, insofern, dass der Ochse vielleicht auch einfach jetzt in diesen Wochen gar nicht so hart und konservativ daherkommen muss, sondern vielleicht mal ein bisschen mehr Gefühl zeigen darf, bedingt durch diese Kombination aus Hase und Schlange, die ja beide eben harmonische Beziehungen und einen guten kommunikativen Fluss und Ähnliches quasi verstärken. Da darf der Ochse vielleicht mal so ein bisschen reinschnuppern und sagen, ich darf mich auch mal weicher zeigen, ich darf mich mal verletzlicher zeigen, ich darf mal meine Gefühle zeigen. Und gerade was so die Partnerschaft und die persönlichen Beziehungen angeht. Darüber hinaus natürlich ein toller Monat für den Ochsen, wenn es auch Entscheidungen zu treffen gibt. Ganz einfach, weil die Intuition des Hasen gepaart mit dem Wissensfundament der Schlange es natürlich deutlich leichter macht zu sagen, ja, da wollen wir hin und so muss das gemacht werden. Mhm. Und dafür fühlt der Ochse sich dann, Ochsebüffel sich dann halt auch gleich wohler, indem man dann sagen kann, das hat jetzt wirklich Hand und Fuß, das kann ich so tun. Kaum Widerstand für den Ochsen. Nee, würde ich auch sagen, absolut. Er ist da guter ziemlich, Monat. Ja, absolut. Ziemlich auf dem richtigen Weg und kriegt halt kaum Gegenwind und kann einfach durchziehen. Genau, wunderbar. Ne? Tiger. Tiger. So, Herr Tiger. Jetzt ist der doppelte Tiger. Der doppelte Tiger. Der doppelte Tiger mit dem Hasen und mit der Schlange. Mhm. Ja, klappt ja. Ja, genau. Seit 26 Jahren ist nicht so schlecht. Ja, ja, der Tiger und Hase, das haben wir schon mehrmals erwähnt in den Vorgängervideos, ist eine gute Kombination. Haus der Expansion. Die beiden, die mögen gerne wachsen. Mhm. Und da kommt jetzt eine Schlange dazu, die das Ganze noch mal so ein bisschen unterfüttert mit Dingen, die, ja, die das Wissen für die beiden, für ihre Pläne noch mal bereitstellt. Generell ist Tiger und Schlange jetzt nicht so günstig, aber auch hier haben wir wieder die Situation, dass der Hase das ausgleicht. Ja. Der ja. kann sowohl mit der Schlange als auch mit dem Tiger. Also dieser Konflikt, der da so offensichtlich auf den ersten Blick steht, ist in Wahrheit dann doch relativ harmonisch, weil die drei miteinander ihre Stärken zusammen ausspielen können. Ne? Und mhm. der Hase sorgt dafür, dass der Tiger dann auch mal auf das, was die Schlange da vorlegt, hört. Ne? Und der Tiger nicht einfach sagt, ich will aber mein Ding nicht, und fertig. Genau. Ne? Also, ich finde also, meine Meinung, du magst vielleicht recht haben, aber ich finde meine Meinung doch besser. Ja, genau. Ja. Also insofern ist es auch ein guter Monat für den Tiger. Ne? Der Tiger, der kann seine Expansionspläne und das, was er vorhat, ganz gut in die Welt bringen, kann sich aber auch so ein bisschen mehr darauf ausruhen, nochmal gut mit Informationen versorgt zu werden. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt gleich alles in die Tat umsetzen zu wollen, sondern einfach sagen, okay, komm, mache jetzt meine Pläne, ich gucke, dass ich alles beieinander habe und so weiter, weil im nächsten Monat, wenn das Pferd an den Start kommt, dann hat der Tiger richtig Spaß. Und insofern kann er dann losgaloppieren, wenn er jetzt entsprechend gut sich vorbereitet. Absolut. Kommen wir zum Hasen, die im Jahr des Hasen geborenen, im Jahr des Wasserhasen mit einer Feuerschlange dabei. Ja, im Prinzip trifft all das, was wir ja allgemein schon zu der Konstellation gesagt haben, für den Hasen natürlich nochmal im Besonderen zu. Er hat jetzt quasi
hat ja mit zwei Hasen in diesem Jahr zu tun. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, dass die grundsätzliche Bereitschaft, viel für andere zu tun, deutlich erhöht ist. Da muss der Hase halt generell im kompletten Jahr ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu oft Ja sagt, sondern auch mal Nein, wenn es nicht so ganz passt. Da kann die Schlange jetzt durchaus bei helfen, denn die Schlange ist ja das Tierzeichen, was sich die Dinge von allen Seiten betrachtet. Und wenn sie von allen Seiten neutral das betrachtet und der Hase es dem Hasen gelingt, sich die Zeit zu nehmen, so lange abzuwarten, bis diese Betrachtung abgeschlossen ist, dann kommt die Schlange vielleicht zu einem Ergebnis, zu einer Bewertung für den Hasen, wo er dann auch einfach in der Lage ist, mit guten Argumenten mal Nein zu sagen, wenn es dann nicht passt. Oder eben aus vollem Herzen Ja sagen kann, weil es einfach rundum gut und richtig ist für ihn. Beziehungen. Sicher ein guter Monat für persönliche Beziehungen, sei es die Liebe, die Partnerschaft oder eben auch für die geschäftlichen Beziehungen. Diplomatisches Geschick kann nie schaden, das hat der Hase sowieso. Das unterfüttert er jetzt mit dem nötigen Wissen. Ja, eigentlich würde ich sagen, rundum guter Monat für den Hasen. Ja, definitiv. Also das harmoniert ganz gut. Man muss halt nur ein bisschen gucken, wie der Rest der Ja, Konstellation natürlich, ist. das muss man Natürlich haben immer wir schauen. extrem viel Yin-Energie. Das heißt, es ist mehr ruhig in dieser Konstellation Doppelhase, Schlange. Aber kommt natürlich darauf an, wenn da jetzt so ein Tiger dabei ist oder ein Yang-Tier, Ja. dann sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus. Außerdem kann es ja auch ein guter Monat sein, wenn man mal nicht so viel macht. Ja, klar. Ja, Absolut, absolut. klar. Würde sich so mancher vielleicht wünschen, dass es ein bisschen ruhiger wird. Und die Sterne stehen ganz gut dafür im Schlangenmonat, weil es da doch wirklich, wie gesagt, mehr um die Innenschau geht und mehr darum, erstmal ja, mehr auf die Details zu gucken, mehr in die Tiefe zu gehen und weniger nach vorne zu stürzen und sich unnötig zu stressen. Genau. Genau. Bleibt noch der Der Drache. Drache, ja. Drache hat das auch wieder gut Ja, Drache ist in diesem klar, aus Jahr. der Spiritualität, ne? Genau. Ja, genau. Drache und Schlange bilden das Haus der Spiritualität. Und da kommt unser kleiner Hausdrache. Na komm. Na komm. Nee. Nein, doch nicht. Hast du jetzt anders überlegt? Sollten wir mal die Katze ins Bild bringen? Da macht sie nicht mit. Ja, also Drache und Schlange, das Haus der Spiritualität. Das, klar, Drache ist das magische Tier im chinesischen Tierkreis und die Schlange ist das Yin-Gegenstück dazu, während der Drache mehr extrovertiert nach draußen geht. Das ist eben genau das, was ich eben meinte, ne? Also Naja. wenn du Hase und Schlange hast und jetzt hast du zwei Hasen und Schlange und jetzt kommt der Drache dazu, na, dann wird aus dieser Energie, die relativ ruhig ist, auch eine bekommt ihr auch eine aktive Seite. Ja, Ne? natürlich, Und genau. der Drache kann jetzt also ganz gut im Rampenlicht stehen und scheinen und kann mit gut unterfütterten Informationen glänzen. Aber trotz alledem auch ein super Monat für den Drachen, ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen. Ne? Je nachdem, wie die Konstellation des Drachen aussieht, was sonst noch so in der Kombination steckt, kann er ein relativ stressiges Leben haben. Ne? Und das Klar. ist jetzt in so einer Kombination, in einem Hasenjahr, das sowieso ein bisschen mit Spannungen gespickt ist für den Drachen. Durch die Schlange werden diese Spannungen ganz gut ausgeglichen. Auf jeden Fall. Und da hat der Drache doch einen schönen Monat vor sich, in jeder Hinsicht, ne? Vom Absolut. beruflichen Und auch bis. von der persönlichen Entwicklung her gibt es ganz viel Potenzial, ne, dass er da Genau. ganz viel erreichen kann, wenn er das denn will. Na, denn all das, was wir dir jetzt hier so erzählen, hat natürlich immer, ist quasi der Anteil, den wir mitbringen in der Konstellation. Aber darüber hinaus geht es natürlich in erster Linie darum, was mache ich damit? Na, setze ich das um, ignoriere ich das, setze ich es teilweise um, was mache ich damit? Und darum geht es im Prinzip, in jedem Augenblick unseres Lebens sowieso zu schauen, was habe ich mitbekommen, was mache ich draus? Genau, und Genau. wo bin ich reingeboren? Das sind so die drei Anteile, war so grundsätzlich und generell. Ne? Also oft sagt man, ja, aber das kann ja nicht sein. Ich habe das Tierzeichen, haben andere auch. Und wir sind trotzdem alle unterschiedlich. Na Ja, klar. ne? In der chinesischen Astrologie wird dem auch Rechnung getragen, denn es kommt ja A, nicht nur auf die eigene Konstellation an, sondern auch auf einen zeitlichen Aspekt, den wir natürlich jetzt hier in so einem Video nicht behandeln können. Der aber Und bis, also der Jahr- und Monatsaspekt, das ist ja auch es ist ein zeitlich. zeitlicher, ne, aber es gibt noch einen weiteren zeitlichen Aspekt in der eigenen Konstellation. Und darüber hinaus geht es ja dann auch darum zu sagen, okay, das ist nur ein Drittel, der den Charakter des Lebens irgendwie bestimmt, ne? Und das, was man so macht und tut,
Das andere ist, in welche Situation wird man reingeboren? Macht natürlich einen Unterschied, Natürlich. ob du jetzt hier in unserer westlichen Welt lebst, wo man noch relativ frei sich entfalten kann, oder ob ganz andere Dinge wichtiger sind. Ein Mozart hätte es wahrscheinlich im afrikanischen Busch nicht so einfach gehabt Nee, wie mit wahrscheinlich nicht. seinem Vater, der ihn da gefördert hat. Ja, und der Rest, das restliche Drittel, ist das, was wir daraus machen. Also wir können es nicht einfach hinsetzen und sagen, ich bin so geboren, so ist es halt. Ich kann Ja? es nicht ändern. Ja. Also jetzt mal Genau, das gucken. ist. Und wenn du das genauer wissen willst, kannst du natürlich gerne auch uns kontaktieren, denn wir erstellen natürlich auch individuelle Horoskope, wo wir alle Tierzeichen und die Elemente miteinander in Verbindung bringen. Also wenn du das spannend findest, kannst du dich gerne über unsere Webseite, die da unten verlinkt ist, mit uns verbinden. Ich denke mal, das war's für Ja, diesen Monat, das oder? war's. Ganz genau. Ne, wie gesagt, abonniert den Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr Wir das freuen tut. uns. Und ihr bekommt immer eine Nachricht, wenn das nächste Video mit den Vorschauen online geht. Bis dahin, Macht's gut. macht's gut.